und niemand spricht über Verhaltensänderung. Also ich glaube auch, dass wir das ändern müssen. Ja, aber das ist ja nicht. Naja, aber das ist ja eine Fangfrage. Das ist keine Fangfrage. Herrlich. Ich meine, das ist, ich meine. Und gleichzeitig war das die halbe Stunde Training das Anstrengendste, was ich im Monat gemacht habe. Warum bist du eigentlich auf die Idee gekommen, dieses Sandbag einzubringen? Karikaturen von dir, Bacon die Comics von Sandbag. Ja. Weil die können wir ganz viel einsetzen. Also die vier Poster Sachen. Manchmal mal Skips machen für Instagram. Habt ihr für die Comics dann auch schon die Texte, die ihr haben wollt? Also was die Leute miteinander Nein, reden? Das haben wir noch nicht. Das ist alles eigentlich, hängt halt ein Podcast zusammen. Also vielleicht ist es gescheiter, vielleicht ist es gescheiter, wenn du mal quasi so ein Grundding machst. Und da, ob man dann, das dann schreiben dann wir oder lassen quasi so Mini-Sketches schreiben. Oder wir schreiben selber und dann passen wir quasi die Figuren an, oder? Ja. Das ist, glaube ich, gescheiter so herum, weil das ist. Zum Beispiel, wenn man einen unserer Sprüche mal so macht. Dass man Mein Name ist Lukas Hohler, ich bin Sportphysiotherapeut, ich arbeite mit den Leuten in den Bereichen Reha und nach Operation nach Sportverletzungen. Ja, und gemeinsam mit Gregor, habe ich euch vorher schon gesagt, wollen wir heute ein bisschen so einen Spezialisten-Talk machen. Ja. Thema wäre eigentlich, oder es ist gewesen, Regenerationsmanagement, aber wir haben uns doch entschieden, dass wir zwei Gelenke da rausholen. Und die mal ein bisschen, oder Gelenke oder Gelenkstrukturen rausholen und die ein bisschen näher beleuchten. Yes. Ja, Gregor, stell du dich mal vor, weil wir haben einige Leute, die jetzt schon zuschauen, 20 Stück an der Zahl. Und ich glaube, das könnte recht interessant werden heute. Super, also herzlichen Dank mal, Lukas, für die Einladung. Mein Name ist Gregor Rath, ich habe in Klosterneuburg ein Gym seit fast 10 Jahren mittlerweile, wo wir uns in einigen Jahren darauf spezialisiert haben, eben mit Sandbags zu trainieren, mit Schlitten zu trainieren, mit Seilen zu trainieren. Und unser Ding ist, normalen Leuten Weltklasse-Training zu bieten, Dysbalancen auszugleichen, Muskeln zu aktivieren. Und ja, wir haben am Vormittag schon kurz geplaudert und ich bin gespannt. Erstens einmal, liebe Leute da draußen, ob ihr Fragen habt, bitte einfach in den Chat hineinschreiben. Ja, angeschnitten dieses Sandbag. Ich finde das eine extrem coole Geschichte. Ja, wer es vielleicht von euch schon gesehen hat, auf Instagram oder auf Facebook macht der Gregor da eh auch Werbung dafür sein Sandbag. Bevor wir den starten, erzähl mal kurz über dieses Sandbag bitte. Warum bist du eigentlich auf die Idee gekommen, dieses Sandbag einzubringen? Ja, also ich habe vor fast 10 Jahren relativ klassisch als Crossfit-Gym begonnen, habe aber nach ein paar Jahren gemerkt, dass ich selber in meinem eigenen Gym immer die gleichen Verletzungsmuster produziere. Ja, das, was du auch zu Genüge kennst, so Klassiker wie Schulterprobleme, Rückenprobleme, Bandscheibenvorfälle. Und dann habe ich mir gedacht, okay, es muss doch eine sinnvolle Art und Weise geben oder offensichtlich mache ich was nicht, was wir machen sollten, weil mein Grundansinnen ist es ja, Leuten zu helfen und sie auszugleichen und sie mal schmerzfrei durch Training zu machen. Dann bin ich vor ein paar Jahren zufällig, da war ich auch gerade wieder mal schwerst verletzt, Bandscheibenvorfall, Kreuzbandriss, alles Mögliche gehabt. Und da bin ich auf dieses Training gestoßen, habe es dann selber ausprobiert, weil es so völlig, wie soll man sagen, nicht die Norm war, weil wir viel mit Langhanteln trainiert haben. Und es hat meinem Körper wahnsinnig gut getan, hat Dysbalancen bei mir ausgeglichen, mit dem Schlitten, mit dem Seil etc. Und ja, so sind wir auf den Sandbag gekommen. Und wie so oft haben wir es mal an uns ausprobiert, das heißt an uns Coaches. Dann haben wir es in One-on-Ones ausprobiert, dann haben wir es in die Klasse hineingebracht. Und wir haben gesehen, dass so die klassischen nicht aktivierten Muskeln, wie jetzt Gesäß, also große Muskeln, Gesäßmuskeln, Lat, Brustmuskulatur, dass sie eigentlich durch den Sandbag nicht automatisch, aber leichter einfach auch aktiviert werden. Super, sehr cool. Du, wir haben heute in der Früh am Vormittag mal kurz geredet über diese Hamstrings-Geschichte. Ja? Da hast du eine spezielle Einstellung, also prinzipiell, oder wir beide haben da eine spezielle Einstellung dazu. Ja? Wie gesagt, das Thema ist eigentlich Regenerationsmechanismus. Ja? Aber ich denke mal, da gehört das Training ganz, ganz wichtig dazu, oder? Zu dieser Geschichte. Und ja. Gerade in der Sache der Hamstrings-Verletzung. Genau, also ich glaube nämlich, dass die beste Regeneration nicht verletzt sein ist.
Das klingt jetzt ein bisschen lustig, aber ich glaube, die größte Leistungsförderung oder das größte Leistungspotenzial, was wir haben, ist, dass uns nichts wehtut und dass wir einfach normal trainieren können. Schönen guten Morgen. Vielleicht hatte das damals auch was damit zu tun, dass dein linkes Knie vielleicht auch wehgetan hat. Ja. Jetzt habe ich dir, also wir haben ja sicher so das klassische innere Muskelkette aufgebaut, Rope Pulls gemacht etc. Ja. Wie ist dir das im Vergleich dazu vorgekommen, weil du ja doch dann Hardcore CrossFit quasi gemacht hast? Also es war ziemlich ernüchternd. Also gleich bei der ersten Session hast du mich ja den Hinge machen lassen mit der Langhantel, breit gegriffen. Das ging halt überhaupt nicht. Also ich war 50 Kilo oben und ich habe gezittert wie sonst was. Ja. Und dann gleich im Anschluss Sandbag Squat. Den mochte ich gar nicht den Samstag. Es war extrem anstrengend und nachher waren meine Knieschmerzen aber weg. Das habe ich nicht verstanden. Bin dann die Stiegen rauf zurück zur Bushaltestelle, also die Brücke, Bahnübergang, und habe nichts gespürt in meinem Knie. Mhm. Ich dachte, was ist das jetzt? Das verstehe ich, dachte, ich muss jetzt Ruhe geben. Und gleichzeitig war das die halbe Stunde Training das Anstrengendste, was ich in Monaten gemacht habe. Mhm. Obwohl du vorher 6-mal die Woche 2-3 Stunden trainiert hast, ja? Okay. Genau. So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Greg's Coffee Talks. Wir erweitern ein bisschen unsere Get Gregsy Challenge Serie. Und zwar heute geht es darum, weil uns da viele Fragen auch erreicht haben, warum wir dieses Programm überhaupt erschaffen haben, wie wir auf diese Idee gekommen sind, was ist der Hauptfokus, wie ist auch der Fortschritt von unseren Mitgliedern gewesen, warum funktioniert das, wie ist mit der Umsetzung vorangegangen. Würde ich gerne heute ein bisschen näher darauf eingehen. Also quasi wie und warum wir dieses Programm entwickelt haben. Ich habe es im ersten Podcast schon gesagt, es war, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt, weil mich das als mein Coaching-Herz sozusagen nicht zufrieden gestellt war mit Zoom-Calls. Weil es, glaube ich, eine sehr eindimensionale Sicht der Dinge ist und ich auch ehrlicherweise im Prozess auch ab November letzten Jahres draufgekommen bin, okay, was Coaching ohne Leute in einem Gym zu haben eigentlich wirklich bedeutet und wie wertvoll das sein kann, auch wenn man jetzt natürlich euch nicht sehen kann, physisch nicht sehen kann. Ich glaube, online hat einen extrem wichtigen Vorteil. Und so, wenn wir jetzt von online reden, müssen wir uns ein bisschen aufsplitten und sagen, okay.